Hallo, da bin ich wieder mit der nächsten Folge in der Podcast-Serie Alles bleibt anders, heute zum Thema Honorare. Zum Thema Honorare gibt es ganz viel zu sagen, was ich heute aber unbedingt loswerden muss, weil mich auch einige Anrufe von Fotografen und Fotografinnen erreicht haben, ist jetzt bitte nicht billiger, bloß nicht billiger. Das sind dringende Aufrufe, nicht nur von den Fotografenverbänden und deren Mitgliedern und Kollegen, sondern natürlich auch im Sinne von uns allen. Fangt bitte nicht an, jetzt dadurch, dass Kunden oder Jobs natürlich ganz oft auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden und es nicht planbar ist, wann die nächsten Jobs kommen, sobald vielleicht Beschränkungen gelockert werden, Anfragen kommen, aus Dankbarkeit diese Jobs viel zu günstig, zu billig zu kalkulieren oder anzunehmen und schlecht zu verhandeln für euch. Denkt bitte an die Folgen, denkt an die Folgen für den ganzen Berufsstand. Wenn die Preise in den Keller gehen, dann ist das eine Spirale, die sich nicht so leicht zurückdrehen lässt. Also überprüft bitte genau, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr vielleicht schon vorher knapp kalkuliert habt mit euren Honoraren und jetzt in der Krise vielleicht für zukünftige planbare Jobs nochmal anfangt, eure Honorare abzusenken, ist das kein gutes Zeichen. Denn Kunden, die jetzt die Krise ausnutzen, um mit Fotografen über das Honorar zu verhandeln, sind unter Umständen meist auch ansonsten keine guten Kunden. Und Fotografen, die die Krise ausnutzen, um ihre Kollegen und Kolleginnen zu unterbieten, sind ansonsten eventuell auch keine guten Kollegen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also denkt bitte über die Folgen nach. Sorgt dafür, dass der Berufsstand mit vernünftigen Honoraren kalkulieren kann. Es ist okay, für Bestandskunden, für gewisse Ausnahmen, Jobs auch temporär anders zu kalkulieren, absolut okay, kann man machen, aber versucht eine Argumentationsgrundlage dafür zu schaffen, die nachvollziehbar ist, sowohl für euch selber, für die Kunden, die transparent ist, auch mal Kollegen gegenüber. Ja, ansonsten, wenn es knapp wird, wenn es eng wird, wie bei vielen im Moment, ganz klar, dann denkt bitte auch daran, eure Einnahmen und Ausgaben zu prüfen, untersucht auch, wo ihr sparen könnt, was im Moment nicht nötig ist, welche Abos vielleicht ausgesetzt werden können oder Zahlungen aufgeschoben werden können. Und ja, eine gute Idee ist es natürlich auch, temporär zu prüfen, mit was kann ich im Moment ansonsten Geld verdienen. Kann ich vielleicht mehr in die Bildbearbeitung, in die CGI? Gibt es andere Aufgaben, die mit dem Berufsfeld Fotografie verwandt sind, die ich vorübergehend zum Gelderwerb nutzen kann? Oder vielleicht auch noch ganz andere Ideen, etwas, was euch sowieso schon lange mal im Kopf herumspukt und ihr ausprobieren wolltet. Vielleicht ist das eine gute Gelegenheit. Ja, so viel zum Thema Honorare. Ihr könnt diese Serie, diese Podcast-Videoserie auch neuerdings auf YouTube nachhören. Unter Alles bleibt anders, Silke Güldner, sind alle Folgen eingestellt dort. Und wer das eine oder andere nochmal nachhören möchte, kann das da tun. Ich freue mich mit euch auf die nächste Folge zum Thema Förderung. Dazu gibt es auch einiges zu sagen und verabschiede mich. Bis bald. Ciao.